Millimeter-Entscheidung auf dem Meer. Willkommen zurück zu Let's Play Black Crash Bandicoot 3 World. Wir sind bei Telltales mit Coco. Müssen eine 1.5.24 oder irgendwas knacken. Und sind jetzt bei einer 1.6.68 oder sowas. Also es fehlt nicht mehr viel, eine knappe Sekunde. Allerdings müssen wir die jetzt irgendwie fahrerisch rausholen. Weil Zeitkisten haben wir jetzt alle mitgenommen, die wir kriegen konnten beim letzten Versuch. Die also die auf dem Weg liegen, die Sinn machen. Vielleicht waren sogar alle, die man kriegen kann, ich weiß es ja nicht. Die müssen jetzt auf jeden Fall irgendwie fahrerisch rausholen. Natürlich haben wir da die eine Stelle, wo wir gebremst haben. Mit der Maske und den 2 in 3 Sekunden. Ist ein Anhaltspunkt, klar. Also eine Anlaufstelle, die man vielleicht dann eben besser machen kann. Natürlich auch mit deutlich mehr Risiko verbunden. Wenn ich die Kisten dann nicht treffe, habe ich verkackt. Und wenn die Möwe wieder auf die Kiste kacken will, habe ich auch verkackt. Und die Möwe hat sich jetzt verkackt. Weil sie wahrscheinlich ins Wasser gekackt hat, weil die Kiste explodiert ist. Oder beziehungsweise, weil ich sie zerstört habe. Ja gut. Das wäre dann jetzt einfach mein Versuch, dass ich da wirklich versuche durchzurushen, ohne Rücksicht auf Verluste zu nehmen. Also weder auf Maskenverlust noch auf Zeitverlust in dem Fall dann, falls ich eben die Kiste nicht treffen sollte. Aber darauf müssen wir jetzt einfach mal spekulieren, weil was sollen wir sonst tun? Irgendwie müssen wir noch Zeit rausholen. Eine Sekunde. Und eine andere Möglichkeit gibt es nicht. In meinen Augen. Aber das bestätigt mich zumindest schon mal insofern, dass wir keine bessere Route fahren können. Also wir können jetzt nicht irgendwo noch massig Zeit sparen, wie das jetzt bei dem einen Ding da der Fall war. Das wird nicht so sein. Wie gesagt, das muss jetzt irgendwie rein fahrerisch irgendwie machbar sein. Das wird halt irgendeine Stelle besser lösen als vorher. Deutlich besser. Oder eben ganz, ganz viele Stellen besser lösen. Die dann halt vielleicht an sich nicht viel Zeit bringen, aber insgesamt halt den Unterschied machen können. Ist ja wieder knapp an der Bombe vorbei und da habe ich auch leicht am Ding festgehangen. Kann sich später rächen, aber ich gehe nicht davon aus, dass so ein kleiner Fehler mir das Rennen kaputt machen wird. Ich hoffe es zumindest nicht. Oder auch hier. Mache ich immer einen extrem blöden Weg. Moment, habe ich die 2 Sekunden vorhin überhaupt bekommen? Ja, doch, ne? Doch, ich glaube schon. Nee, aber wenn wir hier die 2 Sekunden nicht bekommen, dann können wir sowieso einpacken. Also die müssen wir bekommen. Da muss dann wirklich von den Kisten aber auch wirklich alles perfekt laufen, sonst können wir Platin vergessen. Das ist klar. Aber das hat jetzt auch öfter schon ganz gut geklappt. Da haben wir jetzt eigentlich nicht so Probleme mit gehabt bisher. Deswegen sehe ich dieses Kistensammeln und Treffen eben jetzt nicht so als Schwierigkeit an. Sondern eher jetzt wirklich noch die paar Sekündchen da rauszuholen. Das eine Sekündchen. Anderthalb Sekunden. Die irgendwie rauszukriegen, finde ich schwieriger, als die Kisten jetzt wieder perfekt mitzunehmen. Das haben wir schon mal geschafft. Haben also bewiesen, dass wir es können. War wieder sehr schön. Vielleicht auch hier links vorbeifahren kann vielleicht auch was bringen. Ich weiß es nicht. Wobei ich davon nicht ausgehe, weil es ist genau dasselbe. Ich bin so, ich wollte rechts vorbei, aber es hat ein... wollte nicht. Die Bombe wollte nicht. Coco wollte nicht. Keiner wollte. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ein Ticken kürzer vielleicht. Der Ticken könnte entscheidend sein. Ich werde es auf jeden Fall jetzt immer mal wieder machen. Wenn es mir nicht so riskant ist mit der Bombe da. Hier bin ich jetzt auch immer in einem guten Rhythmus, dass ich kurz vor der Bombe da ankomme. Natürlich super. Kann ich einfach so nach links wegdrehen und die Kiste wegschnappen. So muss das sein. Hingegen habe ich jetzt immer Probleme. Ja, da war ich jetzt auch schon wieder schneller. Da hatte ich gerade 14.84, jetzt hatte ich 14.76. Vielleicht war die eine Stelle am Anfang doch entscheidend. Ich weiß es ja nicht. Können entscheidende Hundertstel sein am Ende. Auch wenn ich vorhin noch gesagt habe, ja, ein paar Hundertstel werden es jetzt nicht machen, aber doch. Das kann natürlich sein. Und hier wieder verkackt. Jetzt habe ich sogar die Maske hier verloren. Natürlich sehr schlimm. Vor allem, wenn die Bomben dann... Ja. Da muss ich mit Vollgas durch. Bremsen ist da einfach nicht drin. Und wenn die Bomben dann halt kacke platziert sind und ich keine Maske mehr habe, habe ich verkackt. Wenn ich noch eine Maske habe, ist alles gut. Dann muss ich es halt opfern. Das ist halt so. Dafür muss ich dann halt an Stellen, wo ich sie sonst vielleicht öfter mal verliere, dann halt besser fahren und aufpassen. Da habe ich jetzt schon wieder einen zu weiten Bogen gemacht. Deswegen war das Timing jetzt hier auch extremst eng. Also habe ich schon wieder Zeit verloren. Ja, ich bin gerade übelst der Zeit-Nazi und passe hier mega darauf auf, aber es ist mir leider enorm wichtig. Ja, 600 langsamer als gerade, aber immer noch natürlich super dabei.
Das heißt 600 Hundertstel müssen, ja doch, 6, oder? Die 60 Hundertstel müssen sein, also 6 Zehntel. Das sind ja Zehntel da unten, nicht Hundertstel, oder? Im Moment doch. Ach, keine Ahnung. Die müssen Zehntel sein. Ach, egal. Ich vergesse das immer. Ist einfach so drin, dass ich dann nach rechts fahre. Nein! Wieso springst du denn da drüber, du Miststück? Aber ich will zumindest schon mal ein bisschen Übung haben für gleich. Für diese eine Stelle. Die will ich jetzt versuchen. Wenn ich jetzt am Ende, ne? Wenn ich jetzt am Ende 2 Sekunden brauche, bis ich das geschafft hätte, dann werde ich das Spiel so verfluchen. Aber ich habe das Gefühl, ich komme gar nicht erst bis zum Ende. Wegen irgendeiner Dummheit. Weil da konnte ich echt nichts für. Ja, du bist so schnell auf die Rampe gefahren. Ja. Ihr mich auch. Wenn ich bis hier die Maske habe, ist das alles sogar noch perfekt. Dann kann ich hier nämlich ohne irgendein Risiko wirklich durchballern. Okay, das geht aber einfach nicht. Das geht nicht, weil ich dann hochspringe. Und dann springe ich über die 2 und 3 Sekunden drüber. Und das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Das funktioniert nicht. Ich muss da abbremsen. Oder ich muss eben besseren Rhythmus haben. Aber bisher habe ich wirklich immer den Rhythmus gehabt, dass da genau die Kanonenkugel kam. Und ja, wie will ich das kompensieren? Keine Ahnung. Mehr. Aber das geht einfach nicht. Das geht nicht. So, das war wieder chillig. Sehr gut. Möwe ist auch fair. Super. Macht Spaß und ist fair. Ja, damit lässt sich arbeiten. 200 schneller als die Bestzeit, die ich bisher gesehen habe. Oder 2 Zehntel. Ach, keine Ahnung. Ich komme mit 100 und 10 immer durcheinander. Frag mir die Wiese. Nee, es müssen 100 sein, tatsächlich. Und wenn da 3 Ziffern sind, dann sind das Zehntel. Tausendstel. Das ist logisch, ja klar. Ich bin blöd. Auch deswegen wieder, weil ich die Maske verloren habe. Und das ist ein Scheiß-Timing. Das ist ein Scheiß-Timing. Ja, ich habe sogar noch gebremst, aber es bringt nichts. Du kommst ja da nicht durch. Du musst dann übelstes Ausweichenmanöver machen und das lohnt sich dann auch einfach nicht. Zumal du es einfach nicht hinkriegst in der Zeit. Und ich glaube, links ist wirklich ein bisschen effektiver. Mit bloßem Auge erkenne ich das einfach so. So. Sehr schön. Mexiko. Wie komme ich gerade auf Mexiko? Ihr weiß es nicht. So, gut. Das war sehr schön. Okay, bisher wieder alles tipptopp. Damit können wir arbeiten. Damit können wir auch arbeiten. Dass ich mich jetzt nämlich mal schön darauf konzentriert habe und ich habe die Kiste nicht bekommen. Ich krieg das Kotzen. Scheiße. Sowas kann ich mir einfach nicht erlauben. Es geht nicht. Ich will das jetzt noch einmal versuchen mit der Stelle, aber es wird nicht funktionieren. Da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Genauso sicher, wie ich mir bin, dass das mit dem Run hier jetzt nichts werden würde, wenn ich es ernsthaft versuchen würde. Wenn mir die 2 Sekunden einfach so fehlen. Kann er versuchen durchzufahren? Das kann ich versuchen. Ohne die Maske. Ist natürlich dann sehr riskant, das stimmt. Ja, ich sterbe 5 Meter weiter, ist das toll. Das ist die Möglichkeit, ja. Gut, wir werden es so versuchen. Weil wenn ich die Maske einsammle, dann ist die Kanonenkugel da. Und räumt mich auf. Das steht außer Frage. So wie die jetzt. Das steht außer Frage. Und wenn das der Fall ist. Und wenn ich noch eine Maske vorher habe, ist es in Ordnung. Dann bekomme ich auch direkt wieder die eine. Aber ich bekomme die 2 und 3 Sekunden nicht, weil ich dann drüber hüpfe. Hat man ja gerade gesehen. Wegen der Flimmerschance und so. Und weil ich dann eben hochgehe. Das ist halt so. Wenn ich den Akku verliere. Und deswegen. Ich meine, wenn ich sowieso noch eine Maske habe, ist es nicht so schlimm. Ja, wieso kackst du denn schon wieder, mein Gott? Das ist ja wie Coco. Meine Güte. Ja, aber irgendwie muss man ja. Man muss das irgendwie kompensieren, diese Zeit, die man da bremst. Und das schafft man nicht. Und deswegen darf man einfach nicht bremsen. Wenn wir da wirklich nur die Maske dann haben, dann ist das kein Problem.
Den Rest am Ende sollten wir auch mit einer Maske hinbekommen. Das habe ich bisher auch immer geschafft. Meistens hatte ich dann eben da bis dahin zwei Masken und hatte dann am Ende noch eine übrig. Zumindest war das bei meinem besten Versuch jetzt bisher so. Das war schon wieder nicht so eine souveräne Zeit, aber ich glaube, da fragt erstmal kein Mensch mehr nach. 10 Minuten vom Part, gut. Haben noch was Zeit. Mich wundert, dass ich die 3 Sekunden jetzt hier auch immer schön bekomme und so. Jetzt war ich wieder blöd. Tut mir leid. Dafür spare ich mir vielleicht die Maske. Ja, die habe ich ja gerade schon mal verloren. So, der ist schon wieder in einem Scheißrhythmus. Ja. Wieso habe ich das nicht eigentlich gemacht mit meiner Maske? Ich bin ein bisschen blöd, ne? Ich hätte meine Maske definitiv opfern sollen. Auf die Idee bin ich gerade gar nicht gekommen, weil ich so im Gedanken vertieft war, die Maske noch zu brauchen. Für den letzten Abschnitt. Wenn ich die zweite Maske nicht einsammle. Ich fahre das jetzt zu Ende. Und wenn ich die Maske in dem letzten Abschnitt nicht brauche, werde ich mir so in den Arsch beißen. Weil ich es dann verkackt habe. Ich hab's verkackt. Ja, ich hab's versucht, aber ich glaube, das ist nicht möglich, so den Drift mitzunehmen hier. So. 44, damit waren wir sonst auch immer hier. Scheint also so eine Standardzeit zu sein hier, aber eben nicht gut genug. Kann man auch einfach mal durchfahren, das habe ich einfach mal riskiert. Ja, und die haben sich sowas von in den Weg geschoben. Sowas von dreist, ne? Ich bin so unentschlossen. Weil ich habe jetzt gesehen, dass es durchaus drin sein könnte, die Maske mitzunehmen. Aber es ist halt wieder ein kleiner Zeitaufwand. Ich will es ohne versuchen, wirklich. Man muss die Opfer bringen. Und in dem Fall muss es einfach das Opfer sein, die Kiste nicht mitzunehmen, die Maskenkiste. Wenn wir wirklich mit den Masken, mit der einen Maske dann auskommen sollten, alle Zeitkisten erwischen und da die Maske eben nicht mitnehmen, aber trotzdem 2 und 3 Sekunden bekommen, dann sollte das möglich sein mit Platin. Es gibt sicherlich auch andere Wege. Irgendwie. Das ist gerade auf jeden Fall der für mich am meisten Sinn macht. Wo ich noch am besten Zeit gewinnen kann. Ihr wolltet das ja alles sehen, ne? Na, ich hätte es euch auch wahrscheinlich so gezeigt. Nicht, weil ich keinen Bock hatte, das rauszuschneiden oder so, sondern einfach. Es gehört für mich jetzt dazu. Ich meine. Ich bin bei den ersten beiden Replays super durchgekommen. Und, ich brauche einfach wieder ein bisschen Gefail in meinen Videos, finde ich. Nee, aber das ist halt eine neue Herausforderung und, das halt im Rahmen eines Replays und wenn ich euch die Platin-Relikte nicht zeigen würde, wäre es keine Herausforderung. Also für mich dann schon, aber halt offscreen und das ist nicht dasselbe. Das ist ja Kacke, ist das. Seh ich da nicht ein, das ist... Nee. Außerdem wäre das Let's Play dann mega kurz. Wenn ich euch zum Beispiel nur Goldrelikte zeigen würde und die Platin-Relikte rausschneiden würde und euch dann nur den finalen Versuch zeigen würde, so wie Zug das bei Crash Intro Kart gemacht hat, das wäre witzlos. Wäre ich auf jeden Fall schneller als bei meinem Let's Play. Das ist meine Intention. Ich nehme schon wieder 2 Stunden auf? Das kann nicht sein. Also, mein Fernseher meldet sich wieder deswegen. Nicht, dass ich jetzt auf die Aufnahme geguckt hätte. Werde ich aber gleich tun, weil ich bin sowieso schon am Ende eines Parts. Ich will das Level, Leute, auf jeden Fall noch schaffen. Das wäre so meine Ziele. Ich habe morgen eh nur 3 Stunden Schule. Okay, ich muss noch Hausaufgaben machen. Scheiße. Egal. Ist nur Erdkunde, das kriegen wir hin. Zwar LK, aber pff. Erdkunde ist chillig. Erdkunde ist super chillig. Chillig ist der LK auf jeden Fall. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie Erfahrungen von anderen LK sammeln konnte oder so. Außer meinem zweiten, aber ich finde das schon chillig. Ist einfach einfach. Man muss einfach... Okay, jetzt meistens das Allgemeinwissen. Allgemeinwissen habe ich nicht wirklich. Aber auch die Klausuren, die sind einfach... sind so einfach. Also wenn ich das nicht vorstellen könnte, man hat einfach... Was für Aufgaben gibt es in so einer Erdkunde-Klausur? Da gibt es halt so... Einmal lokalisieren, dann nimmt man sich einen Atlas, guckt gerade mal nach, okay, wo liegt denn jetzt, was weiß ich, Panama? Schreibt dann vielleicht noch den Längen- und Breitengrad auf, also guckt dann auf der Atlaskarte den Gradnetz und so. Und... Der hat mich noch nie getroffen! Was ist das denn? Dann schreibt man noch, ja, okay, liegt in der Nähe vom, Kilimanjaro, was weiß ich, ist der höchste Berg,
Hauptstadt ist bla bla bla, liegt am östlichen Meer und zwischen Pazifik und keine Ahnung, wer weiß ich. Nachbarländer sind sonst was und vielleicht noch ein bisschen was zum Relief, also ob das jetzt zum Beispiel so ein Gebirge ist, ob es also da so viele Gebirge gibt, viele Berge, ob es so hügelig ist oder ob es eben relativ eben ist. Und das war es dann da zur ersten Aufgabe. Dann hat man meistens irgendwas mit, muss man halt, also man muss generell eigentlich alles das Material rausnehmen. Man bekommt dann ein paar Diagramme, vielleicht ein paar Informationstexte zu, zum Beispiel auch so eine persönliche Sache. Das hatten wir jetzt beim demografischen Wandel war das, glaube ich. Also bei der demografischen Alterung. Die Menschen werden immer älter und so. Besonders in Deutschland. Hatten wir halt auch so ein Beispiel von wegen, oder nee, das war bei Immigration, bei Migration besser gesagt. Wo dann halt, dann hat man halt so einen Text bekommen von wegen, ja, das ist, was weiß ich, Hannah, sie arbeitet in Kenia für 5 Cent pro Stunde. Da hat man halt so Hintergrundtexte, mit denen man dann halt arbeiten kann, auf die man sich beziehen kann und sowas. Und dann muss man meistens einfach nur sowas wie beurteilen oder bewerten oder auch zusammenfassen oder auch charakterisieren. Also es ist eigentlich, das ist echt nicht schwer. Das kann man alles aus den Diagrammen oder sonst welchen Informationen, die man zur Verfügung gestellt bekommt, kann man das lösen. Das ist mega einfach. Also okay, wenn man die Diagramme oder sowas dann natürlich nicht versteht oder auch nicht deuten kann. Wenn man da jetzt zum Beispiel irgendwie eine Bevölkerungspyramide hat, wo dann da steht, okay, es gibt, 100.000 80-Jährige, aber nur 5.000 Kinder unter 5 Jahren. Dass man sagen kann, ja okay, demografische Alterung, die Menschen werden immer älter. Wenn man das natürlich nicht reininterpretieren kann, dann ist man ein bisschen fehl am Platz, aber das ist im Endeffekt wirklich nicht schwierig. Hey, haben wir auch mal die Todessequenz gesehen. Super, und im nächsten Part geht's weiter. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Tschüss.